aber schaut, dass sie jetzt auszieht. Ja, was ist einmal umziehen, es wird zweimal abbrennt. So nette Nachbarn und nichts Besseres kommt nicht nach. Ja, aber ich habe rechts Glück gehabt mit der neuen Wohnung am Johannesplatz. Das ist ja viel ruhiger. Hoppala, wer ist los? Entschuldigen Sie mich, Frau Wimmer, ich muss noch ein bisschen was tun, gell? Ja, ja, freilich, laut ist schon da herinnen. Wie lange haben Sie jetzt eigentlich gewohnt da? Wiedersehen. Fast 15 Jahre. Oh mei, oh mei. Ja, der Kalle war ja noch ganz klar so gut, wie wir eingezogen sind. So, Hemmel. Was meinst du mit dem Schmarrn? Schmarrn? Das ist sein beste Trinkgläser Garnitur. Die Lampe, das Dings da und die Kisten kommen noch rein, ist kein Platz mehr. Was ist noch um? Du, man möchte gar nicht glauben, was in so einer relativ kleinen Wohnung alles für Graffel steht, wo man es auf einen Haufen sieht. Gell? Was ist ein Graffel? Wo ist ein Graffel? Wer hat ein Graffel? Gegenstände, wollte ich sagen. Ja, das ist schon bitten, du. Ja, man möchte. Den Tisch, den habe ich gewohnt, in der Tombola. Ja, man möchte es nicht meinen, bevor man es nicht 6 Stufen runtertragen muss. Du, passt da ein bisschen auf. Das ist ein echter Moosgruber. Der war gut. Ein bisschen schätzen, die Sachen. Wiedersehen. Ja, und jetzt schauen Sie noch an den Lacken. Nächstes Monat wird er volljährig. Wie die Zeit vergeht. Ja, wirklich. Frau Wimmer, wir kommen schon noch vorbei. Zum Auf Wiedersehen sagen, muss man dummeln jetzt. Kalli! Kalli, jetzt stellt doch den Kasten ab, nicht so laut. Herr, schafft doch mal. Also, Pool geht nicht mehr rein. Ist noch was um? Na, wir haben alles. Oben ist nur noch die Kommode. Machen Sie bei Regen. Gehen wir wahrscheinlich noch einmal vor. Schaut, da ist immer noch Luft dazwischen. Nicht nur, dass es geizig ist, eine Spedition zu nehmen, wenn ich wenigstens ein größeres Auto ausgeliehen hätte. Ja, ich komm schon. Grüß dich. Hunger habe ich. Ich muss ja die ganze Wohnung renovieren. Aber da gebe ich kein Geld mehr aus für Handwerker. Ja. Das mache ich mit den Kollegen. Der Händel ist sehr geschickt. So, er kann uns die Tapeten ablösen. Und der Moosgrube ist ja fast ein Kunstmaler. Der kann doch das rausmeißeln. Und für den Boden da leihen wir unsere Schleifmaschine. Die Blumen nehmen wir mit, gell? Alles nehmen wir mit. Ja, und was wird jetzt mit der Herrenkommode? Naja, die lassen wir vorläufig da. Die hat unten auf dem Auto keinen Platz. Da bin ich froh. Weißt, die hat mir sowieso nicht gefallen. Naja, eigentlich ist es ein Familienerbstück. No. Von deiner Familie? Naja, von der deinen haben wir ja noch nie was gehört. So, jetzt haben wir's. Das Möbel ist doch ein Wertgegenstand. Das Maschinenkind. Naja, das ist Maschinenkind. Ganz billige Arbeit. Okay, damals hat's da noch gar keine Maschine gegeben. Das ist ein altes Stück. Das ist ein ausgesucht hässliches Möbel. Die ist von meinem Vater selig und der hat sie von seinem Vater selig und der hat's selber gemacht. Ja, so schaut's aus. Also ich möchte es nicht geschenkt. Geschenkt sollst du es auch nicht nehmen. Gib mir 500 Mark und sie kehrt da. Gib du mir 500 Mark, dann nimm es vielleicht. Also, weißt, mir wäre es ja wirklich das Liebste. Wir hätten es da lassen, das Monstrum. Ja, das sehen wir dann schon. Jetzt fahrt's erst einmal los mit der Fuhre. Ich komm dann nachher mit dem Fahrrad nach. Und bis ihr drüben alles abgeladen habt und draufgetragen habt, ist ja sowieso offen. Mama, du machst dann eine schöne Brotzeit, gell? Moskruber, du überlegst dir das noch mit der Kommode. Das glaubst du? Also, wir fahren jetzt. Ja, ich meine, ich kann sie bis zum Monatsletzten sowieso stehen lassen. Ich räume die Wohnung keinen Tag früher. Sind wir fertig? Und wir fahren? Ja, alles klar. Dankeschön, gute Nacht. Bitte, bitte. Guten Tag. Sag mal, was ist mit dir los? Hey, meine Bereitschaft erledigt. Ach, da hinein, bitte, Herr Heinl, ja? Na, da hinein. Nein, ja, aber... Du, Mama, kümmert dich doch nicht um die Mewe. Mach ein Brotzeit. Das ist ja nur vorerst. So, haben wir jetzt was. Ah, ja. Du musst kommen. Bring noch den anderen Sessel. Sehr gut. Nein, so ist doch. So eigentlich ganz eine nette Wohnung. Was heißt nett? Das ist ein wunderbarer Raum. Aber kleiner als die alte Wohnung, gell? Sehr preisgünstig.
aber moderner. Also mit mehr Wohnkomfort. Naja. Schau, wir brauchen nicht mehr. Der Kali wird jetzt 18, kommt bald zum Bund. Möglicherweise macht er sich bald selbstständig. Was brauchen wir alten Leute dann? Ja. Wo sind wir alte Leute? Ha? Ich wäre hinausgeworfenes Geld für uns. Du, sag einmal, wo misst jetzt da die kreiselige Herrenkommode hin? Das schaut ja aus wie ein Möbellager. Du, das kommt mir jetzt so vor, weil nichts aufgeräumt ist. Wenn das alles schön arrangiert ist, jetzt schließen wir noch die Lampen an. Dann krieg ich auch mal eine Brotzeit. Mama, mach doch dem Händler Brotzeit. Du schließt dabei die Lampen an. Au, ich spiel mir dann schon. Ich muss auch besser halt. Opa! Musgruber, jetzt helfst du am Händeln und bei der Lampen und dann kriegst du eine schöne Brotzeit. Danke, Kollege. Als ein Plafonstreicher, das ist wirklich eine Strafe Gottes. Kali! Was ist denn, Papa? Tu mir mal den anderen Pinsel daher. Den da? Das ist kein Pinsel, das ist eine Rolle. Ein Pinsel. Ich seh keinen anderen Pinsel. Dann schau, dann siehst du ihn schon. Was hast du denn? Sei doch nicht so grantig. Stinkert dir einmal, dass ich die Wohnung renovieren muss. Ja, wo ist jetzt der andere Pinsel? Da ist er doch. Da ist er doch. Ich mach jetzt nicht mehr. Jetzt eine Malerfirma beauftragt, die machen es gern. Und können es, weil sie es gelernt haben. Ja, eigentlich müsst du das kennen. Andere junge Leute in deinem Alter, die bauen Häuser für ihre Eltern. Das Turm ist auch noch da. Wie habt ihr die damals nachtransportiert? Es ist mir rätselhaft. Wir waren zwei Jünger damals, aber trotzdem ist es mir rätselhaft. Kann man es nicht zerlegen? Schubladen kommt man raus, den Rest müssen wir zusammenhauen. Ja? Obwohl, das bringt auch nichts, dann müssen wir die Bretter runtertragen. Herrenkommode. Ich brauch doch keine Herrenkommode. Ich wär nie ein Herr. Papa, das schaffen wir nie. Machen wir auf. Ja, grüß Gott, Herr Geier. Grüß Gott. Der Hausherr. Grüß Gott, Herr Geier. Entschuldigen Sie, dass ich störe, Herr Schöninger. Das ist Ihr Recht als Hausherr. Ja, das ist mein Recht. Die Herrschaften da sind die Nachmieter. Sie gestatten doch, dass sich die Herrschaften die Wohnung anschauen. Ja, bitte, das ist Ihr Recht. Ja, das ist mein Recht. Ja, sehr schön, Herr Schöninger. Ja, da drüben an der Wand, da ist noch ein Riss. Der Riss, der war schon da vor 15 Jahren, wenn wir jetzt so sind. Ach, war der schon da? Ja, da war der schon da. Na ja, schon gut, Herr Schöninger. Sie werden schon recht machen. Ich schaue mir ja alles noch mal genau an, am letzten. Am besten, ich baue Ihnen in der Zwischenzeit ein neues Haus. Das bringt nichts mehr. Die Familie Schöninger hat 15 Jahre hier in meinem Anwesen gewohnt. Das bleibt nicht da? Nein, nein. Das ist eine Antiquität. Eine sogenannte Herrenkommode ist ein altes Familienerbstück. Ich meine, sowas wäre der Heikolle da gemacht. Das kann er kein Mensch mehr sowas machen. Das gibt's ja gar nicht mehr. Sind Sie Antiquitätenliebhaber? Kali! Ich meine. An und für sich trenne ich mich ungern von dem Stück. Aber wenn ich wüsste, dass es in gute Hände käme, dann würde ich mich, sagen wir, für 2000. Wie viel? 1500. 1000. Also mir kommt es ja nur darauf an, dass es wirklich in gute Hände kommt. Und schauen Sie, beim Transporter kann was passieren und sagen wir 500. Nein, danke. Lieber nicht. Nein, danke. Lieber nicht. Das passt nicht zu unserer Einrichtung. Vielen Dank.
Vielen Dank, auf Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Schöninger. Wir sehen uns ja noch mal am letzten, zur Wohnungsbegehung. Ja, ja. Ein scheußliches Ding. Das muss hier raus. Polizeiinspektion 1, Schöninger. Geh, Mama, du sollst mich nicht im Geschäft anrufen. Ah. Na siehst, es gibt doch noch Leute, die sich für sowas interessieren. Wann? Ja, natürlich in der alten Wohnung. Sag ihm, ich bin pünktlich da. Da schau, jetzt kriegen wir es doch noch los. Für die Guckmama. Schau schon, Herr Franz. Wenn du mit einer Herrenkommode nicht genug hast, dann kannst du noch eine haben. Antike Herrenkommode, Museumsstück, umständehalber günstig abzugeben. Freitag 16 Uhr. Telefon 483121. Richtig. Du, sag mal, das ist doch deine neue Telefonnummer. Ja, natürlich, das ist meine neue Telefonnummer. Museumstück. Ja, ja, die Kommode ist so gut wie verkauft. Heute bringen die los. Ah, grüß Gott. Tag. Schön hier. Sie kommen wahrscheinlich wegen der Kommode. Ja. Ist sie das? Ja. Sein Familienerbstück. Meine Frau stammt aus einem Schloss. Jetzt müssen wir uns trennen. Und immer mir ist das Wichtigste, dass sie. Na, schon gut, schon gut. Na? Nichts wert. Absolut nichts wert. Ja, das sagen Sie. Aber. Wahrscheinlich sehr schwer, was? Ja, natürlich, das ist ja das Wertvolle. Tja, mein Lieber. Da werden Sie wahrscheinlich einen Hunderter hinblättern müssen, damit die der Sperrmüll abholt. Wissen Sie was? Jetzt kriegen Sie es gar nicht mehr, die Kommode. Ah. Lieber Haus zusammen, gell? Grüß Gott. Grüß Gott. Wenn sie aber nicht die Tür nicht ausgehängt hätte, wäre sie da nie rausgekommen. Ja, aber. Wenn wir jetzt da um die Kurven kommen sollen, müssen wir schleier auf. Du, wenn wir es damals raufgetragen haben, sind wir auch rumgekommen. Das Haus ist eine kleine Wand, das muss gehen. Ja, du hast gleich drin. Kali, nein, gut. Greifen wir uns wieder auf. Jetzt vor uns jetzt. Warte, wer es ganz leicht geht, wenn man das ganze Stirngelenk da abschreibt. Nein, das tun wir nicht. Sonst verlangt er der Hausherr noch ein Treppenhaus von mir da. Drauf. Alles geht, wenn die Menschen zusammenhelfen. Das Schlimmste kommt noch. Wieso? Jetzt haben sie es doch herunten. Ja, aber drüben in der neuen Wohnung müssen sie es wieder auftragen. Dritter Stock. Was ich? Sonst fällt das Auto zusammen. Kammer!
Au, 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 au! Ich hab mich! Muss für ein bisschen ruhiger, die Leute. Auf, was wieder? Jetzt ruhig, wenn ich mich hab! Scheiß Herrenkommode! Los, komm ich! Los, komm ich! Jetzt geht's wieder. Komm mal. Das ist aber interessant. Was machen Sie denn mit dem Beichtstuhl in der Wohnung? Ein Erbstück. Mein Vater war Pfarrer. Vorsicht! Also irgendwie macht die Kommode das Zimmer furchtbar finster. Ach, nein, Papa, das ist doch unmöglich. Wenn dieser Strom hier drin bleibt, dann kannst du das Zimmer ja gar nicht mehr benutzen. Da kann sich ja kein Mensch mehr rühren. Wir gewöhnen uns schon drum, Mama. Also daran gewöhne ich mich nicht. Hier, dieser Sarg, der ist einfach zu groß. Die Kommode bleibt da. Wir hätten sie in einer Kiesgrube sprengen sollen. Dazu wär's wieder zu schade. Also bitte, Franz, jetzt entscheide dich, entweder die Kommode oder ich. Mama, die Kommode! Danke, dann kann ich ja gehen. Darf ich es unparteiischer vermitteln? Danke. Moskrümer, wenn du einmal umziehst, du kannst mit meiner Hilfe rechnen. Da gibt man sich Mühe, eine Wohnung gemütlich und hübsch einzurichten und er kommt daher mit seinem Trumpf. Diese Kommode ist von meinem Vater selig und der hat sie von seinem Vater selig. Ja und? Mama, bleib doch. Sag ich dir, das war die letzte Herrenkommode, die ich in meinem Leben transportiert habe. Das darf man glauben. Also jetzt erzählen Sie mal, wie ist das? Ja, Polizeiinspektion 1, Schöninger. Ruhe da vorne, wir sind nicht im Hofbräuhaus. Schöninger, ja. Ach, wegen der Annoncier. Ja, richtig. Es ist gewissermaßen ein Antikesstück, ein Erbstück, ein Familienstück. Die Maße sind 2,40 Höhe, 1,60 Breite, 1,20 Tiefe. Ja, natürlich, die Transportkosten müssten Sie übernehmen. Gut, die Maße sind ungewöhnlich, aber in der Gesamtheit wirkt das Möbel sehr zierlich. Das ist zu groß für Ihre Wohnung. Ja, dann müssen Sie eine Puppenmöbel kaufen, wenn Sie eine kleine Wohnung haben. Ja, danke. Wiederhören. Wenn ich mir vorstelle, was ich allein für Annosen jetzt schon Geld ausgegeben habe. Dafür hätte ich es einzeln verschicken können als Postpaket. Mama, da darfst du schon mal abstammen, da Herrin. Da kannst du lang warten. Das Zimmer betrete ich nicht mehr, solange dieses Monstrum da drin steht. Das ist ja nur eigensinniger Weg. Ob ich ein Heimbadel draus mache? Das ist die Idee. Jetzt bringe ich die los. Heindl. Kali? Ja? Halte dich bereit. Ich brauch dich. Du und such mir dabei die Nummer vom Kollegen Moskröber raus. Heindl? Schöninger. Was machst du gerade? Im Bett? Dann steh auf. Heindl, pass mal auf. Jetzt komm sofort her und bring die Traggurten mit. Stichwort Herrenkommode. Geht's ein bisschen auf Zeiten, damit es nicht so auffällt. Meinst du wirklich? Du, das ist jetzt unsere einzige Chance und meine Frau verlangt es von mir. Also, packt es. Aufpassen!
jetzt mit eurem Klavier? Das ist kein Klavier, das ist eine Heimorgel. Gute Reise. Ich weiß nicht. Irgendwie kommt mir das Zimmer jetzt größer vor. Mein Papa. Darf man denn das überhaupt? Du, ich hab's nur für dich getan. Ja, aber das ist doch bestimmt strafbar. Die Tat bewegt sich möglicherweise etwas am Rand der Legalität. Aber sie ist im Gesetz nicht vorgesehen. Denn wir haben ja nichts gestohlen. Im Gegenteil, hast du zugestellt. Nein, du, also ich weiß nicht. Franz, die Merkers. Oh, das war schlecht. Ja, nur nein damit. So, geh mal weg. Du, Franzi, ja. Ich hab mich erkundigt. Sag, was? Was ist denn los? Wegen der Herrenkommode. Ich ist schon lang vergessen. Nach Kiel sind die Leute verzogen. Okay, nach Kiel? Die werden frei gehabt haben. In Kiel. So was tut man einfach nicht, Franz. Die armen Leute. Wieso arm? Die haben von mir was gekriegt, einen Wertgegenstand. Okay, einen Wertgegenstand. Ja, du, dann müssen sie ein bisschen Geduld haben. Das wird schon eine Antiquität. Ja, da müssen sie aber 200 bis 300 Jahre warten, gell? Außerdem haben sie ein schönes Souvenir aus München. Eines Tages kommen die drauf, das sag ich dir. In Kiel? Nie. Du, das ist die Betrugssache, das übernimmst du, dem steigst du auf. Das geht einfach nicht, dass man die Leute so gescheißt. Eines Tages zieht in Kiel jemand um in derselben Straße, wo die jetzt wohnen, sagen wir noch, nach Stuttgart. Nicht? Und da stellen sie natürlich die Herrenkommode dazu. Und für alte Autoreifen und ein Küchenbuffet. Von Stuttgart zieht ein anderer nach Passau. Immer mit der Herrenkommode. Und von Passau ein anderer nach Rosenheim, wieder mit der Herrenkommode. Und von Rosenheim einer nach München. Und so kehrt diese Herrenkommode eines Tages zu dir zurück, Franz. Wirst du sehen? Nie. Muss klar. Schau. Das wäre ein Wunder. Und Wunder gibt's nicht mehr auf der Welt, leider.